Das wissen. Keine normale Frau feiert ihren 50. Ich werde ihn feiern. Und? Wann ist es soweit? Das fragt man eine Dame doch nicht. Warum denn nicht? In knapp 3 Monaten. Und weißt du was? Ich freue mich richtig drauf. Das glaube ich dir nicht. Doch, 50 ist das neue 40. Ach, so ein Quatsch. Doch, früher sah ein 50-Jähriger aus wie ein alter Mann. Und heute nicht? 50 ist ein wunderbares Alter für eine Frau. Du verwechselst das mit 15. 15? Nie wieder. Mit 15 hatte ich den Kopf voller Komplexe und Jugendakne. Es gibt auch Altersakne. Ist das wahr? Würde mich nicht wundern. Dem Alter traue ich alles zu. Habt ihr schon bestellt? Wir waren gerade dabei. Die Paste ist hier sehr gut. Ja. Ja. Oh Gott, ja, alles mit Eiern, Butter, Raben, Käse. Probleme mit tierischen Eiweißen? Nee, ich passe nur ein bisschen auf. Aber Lena denkt, sie hat vielleicht L.I. Ein wunderbares Alter, 50. Sag mal, woher kennst du eigentlich die Mettlers? Voila. Nein, du hast... Ja. Du hast... Wow. Was hat sie? Ja, sich ein wenig richten lassen. Wie? Oh mein Gott, der Mann ist schöner als Gerard Glory. Ach so. Hier an den Augen und da. Ach so. Man sieht überhaupt nichts. Also, man sieht keinen Unterschied zu vorher. Ich meine, du siehst gut aus. Wie immer. Du darfst eben nicht so lange damit warten, dann fällt es natürlich auf. Bei den meisten sieht man es an der Frisur. Die verstecken dann die Ohren unter den Haaren. Sieht man was? Hier ganz ein klein bisschen. Naja, aber wenn man es nicht weiß, dann... War das mit Narkose? Voll. Dr. Mettler nennt es Schönheitsschläfchen. Wie süß. Ob das das Risiko wert ist? Was kann dir schon passieren, außer dass du blöd wirst? Schön und blöd, genau wie uns die Männer lieben. Nichts für ungut, Alessia. Aber ich finde, man sollte sich dem Alter stellen. Dafür ist später Zeit genug. Machst du nichts? Bisschen Fitness, aber Kosmetik nie. Der Vorteil beim Älterwerden ist ja gerade, dass sich auch die ästhetischen Maßstäbe verändern. Ist euch das nicht aufgefallen? Also ich finde heute Frauen schön, die hätte ich früher nur alt gefunden. Es sind nicht die ästhetischen Maßstäbe, die sich verändern. Es sind die Augen, die schlechter werden. Ach komm, man ist doch so alt, wie man sich fühlt. Vergiss es. Man ist genauso alt, wie man aussieht. So wurde ich schon als Kind. Wenn etwas nicht nach ihrem Kopf lief, schon ist sie abgehauen. Ich verstehe sie. Das glaube ich. Sie sind genauso eifersüchtig. Eifersüchtig? Ich auf Sie? Mit Ihnen, meine Liebe, möchte ich keine Sekunde tauschen. Keine Sekunde? Ja, die Frau Strasser auch, ja. Das sind die beiden, von denen ich dir erzählt habe, die sich dem armen Willi so aufdrängen, ja. Der arme Willi wusste sich kaum zu retten. Nicht wahr, Willi? Der arme Willi wusste ganz genau, wohin er sich retten konnte. Das ganze Haus wusste es. In die Wohnung 32. Das wussten auch noch andere Herren, nicht wahr, Herr Keller? Das wird mir langsam zu primitiv. Hier. Zu primitiv für den Herrn Keller. Mit den 6 Heftchen. Ach, dumme Kuh. Wichser. Bitte Sie, in Ihrem Alter. Sie sollten sich schämen. Das übernimmt meine Tochter für mich. Ihr Stück Torte! Das wird ein Nachspiel. Oh ja, das wird es. Ich zieh mein bestes Kleid an für die Kuh. Sie
sieht so aus, als müssten wir uns eine neue Wohnung suchen. Dann such dir doch eine neue Wohnung, aber ohne mich. Helen! Lilly! Sind alle weg. Ist doch lustiger geworden, als ich dachte. Jetzt haben wir uns aber noch was Feines verdient. Okay, du fährst mit mir und wir treffen uns dann bei mir. Vergiss es. Heute ist Conny-Tag. Jessica fährt mit mir, wir treffen uns bei mir. Wie, Conny-Tag? Heute ist Polizeitag. Nein, Jessica fährt mit mir. Höchste Zeit, dass es mir Max-Tage gibt. Gerne. Hä? Aber nicht immer nur an den Wochenenden und Feiertagen, okay, sondern auch mal an den ganz normalen, beschissenen Wochentagen, wo du dafür sorgen musst, dass sie morgens aus dem Bett kommt und abends wieder rein. Und zwischendurch mal was Vernünftiges ist statt Junkfood und Hausaufgaben macht statt Junk-Movies guckt. Oder Ladendiebstähle begeht? Das möchte ich gerne mal sehen, wie du das dann verhinderst. Unter meinem Einfluss, da kommt sie nicht mal auf die Idee, irgendwas zu klauen. Dein Einfluss als Schönwetterpapi ist doch schuld daran, dass sie denkt, man könne alles haben, was man will. So, jetzt reicht's. Jetzt brechen wir diese peinliche Szene ab. Und dann fahren wir zu mir. Zu mir. Wieso fragt mich niemand? Zu dir kommen wir später. Ja? So, jetzt mal ganz vernünftig. Meine Wohnung liegt näher. Wir fahren zu mir. Okay, gut. Ganz vernünftig. In meiner Wohnung können wir sicher sein, keinem Bidi rauchenden Sozialpädagogen zu begegnen. Hans-Peter raucht keine Bidis. Ja, das sieht man ihm aber nicht an. Du hast ihn einmal gesehen. Von dem Schock habe ich mich immer nicht erholt. Ich möchte nicht wissen, wer in deiner Wohnung so alles rumläuft. Hey, hallo. Ich habe gerade einen Ladendiebstahl begangen. Jessie, möchtest du mal erzählen, was passiert ist? Soll Max weggehen? Weshalb habt ihr diese Schuhe genommen? Ein Geschenk. Für wen? Für Vince. Kennen wir Vince? Wer ist Vince? Mein Freund. Von Fatima? Von uns beiden. Und weshalb wolltet ihr ihm die Schuhe schenken? Zum Geburtstag. Wie alt wird er denn? 18. Wie? Du hast so alte Freunde. Jessica hat 18-jährige Freunde. Ach so, das weißt du nicht. Ist ja kein Wunder, wenn du sie rumlaufen lässt wie eine Nutte, dass sich dann alte Männer für sie interessieren. Mann, so laufen heutzutage alle Teenies rum. Jessie ist ein Teenie. Und deine Freundin sieht auch nicht besser aus. War das Fatimas Idee? Was? Ja, die Schuhe zu klauen. Weil sie Muslimin ist? Also Vorurteile gegenüber Andersdenkenden, Andersgläubigen und Andersfarbigen. Das ist doch wirklich nicht unser Stil, Jessica. Das ist nun wirklich nicht unser Stil, Jessica. So, das reicht. Wir fahren zu mir. Zu mir. Eisberg, Goldberg, what the difference? Schade, dass ich mit denen nicht werde behalten können. Haben Sie Mühe, sich Witze zu merken? Bisher nicht, aber bald. Die Vergesslichkeit des Alters ist auch eine Gnade. Je weiter die Erinnerungen zurückreichen, desto älter fühlt man sich. Ich weiß nicht. Alt sein und sich jung fühlen hat auch was Unwürdiges. Wenn einem am Schluss nicht mehr die Erinnerungen bleiben, also das möchte ich auch nicht. Vielleicht haben Sie recht. Man sollte selber entscheiden können, was man vergessen und was man erinnern will. Ja, bei manchen Alten habe ich das Gefühl, sie tun das. Und die, die alles vergessen? Die vielleicht auch. Ich heiße Julia. Das vergesse ich bestimmt nicht. John. Ach, John. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so gelacht habe. Erzählen Sie noch einen, bitte. Kennen Sie den von der Frau, die ihre eigene Geburtstagsparty schwänzt? Oh, ich dachte, Sie kommen nie drauf. Naja, ich ahne das schon eine ganze Weile, weil Sie das Alter so beschäftigt. Nein, das tut es nicht. Ich habe noch nie einem Fremden so viel aus meiner Jugend erzählt. Ja, das tun nur Leute, die sich mit dem Alter beschäftigen.